suchen und dann mal gucken, von wo. Ha! Wir sehen uns gleich wieder. So Leute, nochmal. Ich bin eben schön ausgerastet. Jetzt bin ich wieder an der Küste und jetzt muss ich auf den Helikopter springen. Da ist er. Das ist ja ganz schön nervig. Das ist immer wieder. Wieder alles neu machen. Immer wieder diese Vollidiot am Anfang töten. Boah, das war jetzt noch knapp. Wieso bekloppt auf die Leertaste drücken? Instant draufdrücken. Boah. Okay, jetzt einfach ganz vorsichtig und Raketen ausweichen hier abschießt. Weil die habe ich am Anfang gar nicht gesehen oder gesagt nicht gecheckt, dass sie überhaupt welche schießt. Bisschen, na, schwimmen, richtig fliegen. Oh ja, klar. Oh, oh, oh. Ja, ganz bestimmt, ne? Der hat doch selbst Schussraketen, die selber zielen. Wehe, es explodiert. Was? Hier ist Ende? Boah, ich dachte schon. Weil das mir noch nie passiert, dass ein Helikopter mir so gebrannt hat. Vor allem... Die hat perfekt getroffen. Der hat eine Kurve, ist eine Kurve geflogen, hat mich direkt getroffen. Das ist eine Selbstzielrakete, das ist doch. Das ist echt nicht fair, ne? Verfolge Pegorino und wir sind auf. Ich meine, das ist Happiness Island, heißt das hier. Ah, wir sind auf Happiness. Ei! Immer. Ist der Polizei? Jetzt kommt eine Polizei oder was? Ja, Polizei, die hat mich doch noch gefehlt, ne? Ach, fick dich doch. Verreck einfach. So, wo ist er? Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ah, da ist er. Immer Sack. Stirb. I got the orders here. Me. You're not looking so good there, Jimmy. Screw you. What the fuck did she ever do to you? I wanted you, you immigrant dipshit. Big talk. You want to know something funny? Not really. The commission. The old families. I know some of those guys. And they thought you were a fat fucking joke. Whatever. A joke. Yeah. You did it. Really? I don't know. What did I do? But we're done. Now we can start making money. Freely. I suppose so. We won, man. We won! Ja, erfolgreich halt ist es. Gewonnen. Keine Ahnung, was es ist. Drauf geschissen. Ich habe eine halbe Million. Ja, ein episches Ende. Ein schöner Start. Ein geiles Spiel. So echt ein Hammer Let's Play. Und das Spiel macht einfach nur Spaß. Das kann man immer und immer wieder spielen. Also, ich finde ich zumindest.
Ich spiel schon zum vierten oder fünften Mal, das macht immer einfach immer noch Spaß und das wird auch so bleiben. Also einfach grafikmäßig ist es geil, gameplaymäßig ist es Hammer. Steuerung ist auch richtig gut gemacht. Also ist einfach nur geil. Wer es noch nicht gespielt hat, der sollte das einfach spielen. Das ist einfach nur zu empfehlen als Spiel, das muss man einfach spielen. Die Story ist auch einfach nur super erzählt. Und ich muss zugeben, ich sehe das allererste Mal, ich habe davor, ich glaube beim ersten oder zweiten oder dritten Durchspielen, habe ich mir die Videos, also die Endgame-Videos zu den Missionen irgendwie nie angeguckt. Aber hier im Let's Play habe ich mir alle, wirklich alle angeguckt. Und ja, das war mal auch ganz schön. Ja, jetzt geht die Kamera noch über die ganze Stadt und zeigt alles und ich zeige euch gleich nochmal die Statistiken, was bei mir, was für eine Zeit ich gebraucht habe. Ja, wie viel ich getötet habe, die ganzen Statistiken halt im Menü. Werde ich dann noch gleich zeigen, nachdem hier die Credits zu Ende gelaufen sind. Und es wird jetzt, ja, direkt danach, nach dem Let's Play, also ich meine einen Tag danach, oder wenn ich genug aufgenommen habe, einen Tag danach, kommen dann direkt die Erweiterung. Denn die habe ich auch schon seit einem Monat, meine ich, hier rumliegen und ich bin einfach, ich habe da schon so Bock drauf, die zu zocken, denn die sind, die werden auch blind sein. Und die werden dann auch direkt hier nach GTA 4 kommen. Und darauf könnte ich euch schon mal freuen. Ah, das ist, das wird geil, die Erweiterung. Blind. Auf blind. Vor allem, ich habe kurz 10 Minuten vor, erst angefangen zu zocken. Ich konnte einfach nicht mal loskommen. Ich musste mich selber zu zwingen aufzuhören, denn ich wollte blind zocken. Und das wird jetzt auch die Erweiterung, also die kommen dann direkt danach, zuerst The Lost and Damned und danach The Belt of Gay Tony und dann ist GTA auch wirklich zu Ende. Ja, ich lasse jetzt noch zu Ende laufen und dann zeige ich Statistiken und dann ist hier GTA 4 Hauptstory mäßig zu Ende. Okay, jetzt läuft die Credits laufen und ich mute mich einfach.